Rap ist TV. Guten Morgen. Es ist der vierte Tag auf dem Splash. Wir sind alle schon ein bisschen lediert, glaube ich. Neben mir sitzen der Asiate und Lumara. Guten Tag. Hi. Hallo. So, ihr seid gerade auch aus euren Zelten rausgekrochen oder seid ihr schon ein bisschen unterwegs heute? Nee, wir sind schon seit, um 8 Uhr, glaube ich, sind wir aufgestanden und erstmal ruhig hochgefahren, geduscht und so, ein bisschen gegessen, irgendwo noch Zigaretten organisiert und jetzt sind wir hier. Ihr seid schon aufgetreten, wie war das so, dieses Gefühl auf dem Splash einfach nicht nur als Gast, sondern auch als Act zu sein? Ja, war sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall, also viele Freunde von mir sind ja immer aufgetreten und ich war immer so voll enttäuscht und so, aber dieses Jahr hat's ja irgendwie geklappt und war schön, nach 12 Jahren. Ja, ich fand's mega, also für mich ist es eine übelst krasse Erfahrung gewesen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich auf dem Splash auftreten darf, weil ich ja jetzt nicht so, ich so mega Hip-Hop mache. Eher so eine Mischung aus Pop und Rap und aber es hat mega Spaß gemacht. Es waren auch relativ, also ich habe gedacht, es kommt weniger. Es waren ungefähr 200-300 Leute da und haben auch alle mitgemacht und danach noch Fotos gemacht und so. Es war ein geiles Gefühl und ich hoffe nächstes Jahr wieder. Und dann diesmal der Asiate und ich als Backup. Wie ist es denn für dich so als Frau? Also du bist ja relativ alleine in dem Rap-Game so. Ist es irgendwie schön, auch so ein bisschen so die Prinzessin, Königin zu sein oder merkt man das gar nicht so? Nee, das merke ich gar nicht, weil ich kenne ja viele meiner Kolleginnen und ich weiß ja, wer am Start ist und ich bin ja nicht die Einzige. Das dachte ich mal. Das denkt jeder am Anfang, aber irgendwann, keine Ahnung, also mittlerweile, das habe ich auch gestern zu Pilz gesagt, bin ich der Meinung, dass es viel besser wäre, dass man sich irgendwie zusammenschließt und vielleicht ein Kollabo-Ding macht oder so, anstatt sich halt gegenseitig zu dissen, weil ich denke, dass wenn wir zusammenhalten würden, dass viel mehr Aufmerksamkeit, es geht nicht nur um die Aufmerksamkeit, aber auch um diesen Zusammenhalt. So, es gibt so wenig gute Female-Rapperinnen in Deutschland und wenn die alle einen Track machen würden, ich habe letztens mit Kitty Cat auch drüber geredet, das wäre mega, aber es wird immer ein oder zwei geben, die sagen, nee, Mädchen halt so, ne? Mal gucken, wäre auf jeden Fall geil. Also, wenn ihr Bock habt, so, ich bin auf jeden Fall am Start. So, nun seid ihr ja nicht nur ein gutes Rap Paar auf der Bühne, sondern auch so im privaten Leben ein Paar. Ich habe gehört, das darf ich jetzt hier auch vor der Kamera sagen, ihr seid okay damit. Wie war es denn für dich, so sie auch... Mich hast du nicht gefragt. Nein, gestern Abend. Ja, gestern Nacht. Wie war es denn für dich, so sie jetzt zu unterstützen? Einfach auch, ist es eher so ein Business-Ding oder macht man das schon auch aus Liebe, wegen der Partnerschaft eben? Ja, eigentlich nur deswegen. Also wirklich, sie macht super Musik, unabhängig aber davon würde ich jetzt nicht Backup-MC für irgendjemanden machen, so. Also, ne, aber das ist halt meine Freundin, meine Partnerin und da mache ich das natürlich gern, ne. So, jetzt ist natürlich hier auch der perfekte Ort, habe ich gehört, um über eure Beziehung zu reden, weil ihr euch genau vor einem Jahr hier kennengelernt habt. Ich habe die Insider-Infos so. Feiert ihr hier? Gibt es hier ein besonderes Ritual, eure Beziehung zu befeiern? Wir haben die damit gefeiert, dass wir halt einfach dieses Jahr Artists sind und wir waren letztes Jahr, wie gesagt, auf dem Splash und da haben wir noch so geträumt, wirklich so, ey, nächstes Jahr treten wir beide da auf, aber wirklich, das war nur Spaß und gar nicht ernst gemeint und dann ruft uns eben unsere Booking-Firma an und sagt, ey, ihr seid auf dem Splash dieses Jahr, so freut euch und jetzt sind wir da und wir sind am Freitag, ne, haben wir uns ein Jahr dann, ja genau, Freitag vor einem Jahr. Haben wir dann auch hinten ein paar coole Leute kennengelernt. Ich denke mal, das war so unser Jahrestag, dass wir einfach coole Leute noch kennengelernt haben, unter anderem Savage und so. Das war schon eine geile Erfahrung. Ja, und dann Abend noch ausklingen lassen. Aber frag mal ihn, wie er das, das interessiert mich mehr. Ich höre jetzt schon die Hate-Kommentare unter den Videos. Weißt du so, ich fand es auch schön. Also, wir waren halt hinten und haben noch eben Motrip und so gesehen und ein bisschen halt gequatscht und ist halt schon mal angenehm. Die haben ja auch viel mehr diesmal, also man kann ja hinter die Bühne gucken und so. Ist schon mal sehr interessant zu sehen, auch mal die Großen, wie die das machen. Jetzt gibt es ja nicht so super viele Paare, die so wirklich beide erfolgreich sind und zusammen sind. Würdet ihr sagen, dass das eher ein Vorteil ist, so dass man beides, also dass beide dasselbe machen oder kann es auch manchmal so ein bisschen zu Stress führen, wenn eben du den Auftritt bekommst und dein Lieber nur das Backup ist, so?
Ja, das habe ich dir ja gestern Abend schon gesagt. Also so wie bei ihm ist es auch bei mir gewesen, dass sich unsere Ex-Partner da überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Würde ich mich aber auch nicht, wenn ich jetzt einen Freund hätte, der zum Beispiel Basketball spielt oder so, und ich interessiere mich halt gar nicht dafür. Klar, Sport ja, aber ich würde dann daneben stehen und so auch Fresse ziehen irgendwann. So, jetzt quatscht ihr mit dem, jetzt quatscht ihr mit dem. Und bei uns ist es halt so, ja, ja, mach mal du dein Ding und so. Und man freut sich irgendwie, dass, ja, über Connection, wenn der eine kommt und sagt, ey, ich habe den kennengelernt, dann kommt nicht, ah ja, cool, sondern ey, geil, freut mich so. Und man freut sich wirklich von Herzen. Und ja, nee, das ist alles, ich glaube, es hat auch viel mit Liebe zu tun. Klar hat das was mit Liebe zu tun, so, ne? Man macht es gerne so und ich gönn's ihm auf jeden Fall. Ich kenne ja sein Album. Und das Album ist, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig gut geworden. Nee, ich bin ganz, ganz ehrlich, auch vor ihm, ich habe letztes Jahr, kannte ich ihn nicht, also ich kannte ihn schon, aber seine Musik nicht. Und ich fand diese Battle-Sachen jetzt nicht so, die Sachen haben mich nicht so überzeugt, so, ne? Ein, zwei Sachen auf der EP fand ich mega, aber das Album jetzt, so, das ist wirklich krass geworden. Es hat einen roten Faden, es sind mega geile Themen, es sind mega geile Features. Die Videos habe ich auch schon gesehen, unter anderem bin ich auch bei einem dabei mit BeTight. Also wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig krass. Und ich gönn's ihm von ganzem Herzen, weil wir haben auch beide so eine Vorgeschichte noch so mit ein paar anderen Leuten. Wir hatten ja vorher Connections zu ein paar anderen Leuten, was ich dir gestern schon erzählt habe und so. Und es tut dann auch gut, wenn man dann zusammen was reißt und die uns dann sehen und so. Guck mal, du weißt, was ich meine. Also es ist auf jeden Fall, das zusammen zu machen, ist irgendwie geiler, weil so geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja gut, jetzt frage ich dich natürlich auch noch so zu euren aktuellen Projekten. So für die Leute, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben, so was steht an und was kann man erwarten? Features? Ja, mein Album ist wie gesagt fertig. Auch eine Tour im November bis Dezember mit Gary Washington als Support Act. Die Reiskultur-Karten gibt es bei Eventim, ne? Also das läuft, ist auch im vollen Gange. Vorher kommt natürlich das Album. Ja, ihr Album steht, also bei uns stehen beide noch keine Release-Dates, aber die Alben sind halt fertig, ne? Also das ist schon mal das Gute. Aber nochmal, um zurückzukommen, wie gesagt, wir ergänzen uns auch in den Songs, so, wir hören halt immer mal drüber, sie sagt so, ey, komm, das könntest du melodischer machen oder so und so beim Texten, und das ist halt sehr angenehm, sehr, sehr schönes Arbeiten, so, wir manchmal schickt sie mir irgendwelche Sprachmemos, irgendwelche Rap-Zeilen und so und battelt mich und so, und wir machen hier irgendwie in der U-Bahn oder S-Bahn irgendwie Battle-Strike und so, und das ist echt witzig, ja. Deine Karriere kann man jetzt ja schon wirklich über Jahre, also als ich habe als erstes, als ich dich gesehen habe, das Julians Block Battle natürlich irgendwie in Erinnerung gehabt, so, und auch viele Leute, die damals dran teilgenommen haben, so am ersten, sind heute immer noch so zu sehen, so, das sind Menschen, die einfach auch was gerissen haben. Hast du noch Kontakt zu den Menschen, die du damals kennengelernt hast? Ich habe mit eigentlich fast allen Kontakt, ja, weil ich bin auch ein sehr umgänglicher Mensch, der halt auch immer den Kontakt sucht zu den Leuten. No homo, aber nee, ich bin halt mit wirklich jedem cool. Ich rufe halt die ab und zu mal an und so, und wir treffen uns, also wie Tune oder so, trifft man halt immer mal wieder, oder Battleboy Basti, Weekend und wie sie alle heißen. Und ja, man ist schon, ist einfach cool, weil man ja dasselbe macht, aus demselben Umfeld kommt, und dann versteht man sich einfach, weißt du? Und jetzt ist es halt eben durch Splash und durch andere Geschichten, wenn wir auf Auftritten sind oder so, auf anderen Events, dann trifft man halt auch andere Künstler, und es ist halt cool, wenn dann die Leute einen einfach kennen und so, auch die größeren, und das schönes Gefühl einfach. Wie ist es mit Julian selber so? Hast du zu ihm noch Kontakt oder? Also nur telefonisch halt und so, ne? Und aber Julian ist ein Top-Mann, bester Mann, ey. Falsch tot. Muss ich auch nicht sagen, aber ist wirklich ein guter Junge. So, jetzt muss ich da aber doch nochmal ein bisschen genauer nachfragen. Du hast gerade gemeint, du bist mit Julian cool. Trotzdem hat er ja so ein bisschen Kritik bekommen, auch von Steiger zum Beispiel, und ist in letzter Zeit ein bisschen in Missgunst geraten, wegen diesem ganzen Lokführer-Witz, wenn man es Witz nennen kann. So, was hältst du davon? Wie stehst du dazu? Ja, ich fand's auch nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. So, also, weil das ist halt, es gibt tausendfach schlimmere Sachen, die gesagt werden, so. Und von daher, auch ich habe persönlich schon schlimmere Sachen gesagt. Und ich finde halt so immer, es wird alles so überspitzt immer dargestellt. Guck mal, wenn mich jetzt jemand als Fidschi-Reisfresser bezeichnet, ein Schwarzer zum Beispiel, dann sage ich auch zu ihnen, ey,
das N-Wort. Weißt du, ich meine so, aber das ist nicht böse gemeint so. Das ist halt einfach so, ich bin so, ich finde, man muss heute alles ein bisschen über, weißt du, ich habe einen kleinen Schwanz. So, das ist so, weißt du, warum die Leute sind dann immer so, oh, das kann er nicht sagen, Alter, das hat er nicht so. Tausende Mütter werden gefickt, alles wird über den Haufen, weißt du, jede Punchline wird ausgeschlachtet, German Wings, alles wird gefickt. So, aber, weißt du, da ist die Grenze erreicht, Holocaust, oh, Bruder, kannst du nicht bringen. So, und dann denke ich mir so, so, wurde tausendfach Schlimmeres gesagt, so. Glaubst du auch ein bisschen, dass das ein Problem ist, dass man, wenn man schwarz ist, Jude ist, Asiate ist, leichter Witze machen kann, als wenn man, ja. Also ich denke schon, so Ben Salomo zum Beispiel und so, der hat halt schon jeden Judenwitz gehört, denke ich mal. Und der ist natürlich auch immun dagegen. So, genauso wie ich. Also mir ist es wirklich scheißegal. Mich trifft sowas überhaupt nicht, wenn man was sagt. Weil ich weiß, was ich kann und ich weiß, wer ich bin so und... Ja, das ist halt so. Ich verkaufe mich immer lustig so, aber wenn mich jemand stresst so, dann weißt du, dann kann ich auch ausrasten so, aber in erster Linie bin ich immer cool mit jedem, aber ich finde die Leute, die übertreiben es dann immer, weißt du? Glaubst du auch, dass man vielleicht ein bisschen Julian dafür kennen müsste oder seinen Humor auch ein bisschen verstehen muss, die Art von Humor, dass man sowas lustig findet? Also ich fand's auch lustig, ich habe es auch nicht so verstanden, vor allem wenn man die Beiträge von Julian kennt, dann weiß man ja auch, dass es eine ganz klare Richtung bei ihm ist. Trotzdem ist es ja auch bei Menschen, die ihn schon länger verfolgen müssten, eigentlich krass falsch angekommen. Kannst du verstehen, warum gerade das so falsch angekommen ist und die anderen Sachen, die er macht, nicht? Ja, das kann ich dir sagen, weil das zum ersten Mal ein Video war, was richtig in die Öffentlichkeit geraten ist. So Bild-Zeitung, Spiegel-TV, überall. Und das ist das Ding. So, ne? Und wenn dann Radiosender, alles Mögliche, ganz Deutschland darüber berichtet, nicht nur so diese YouTuber-Community, sondern richtig viele, dann zieht das natürlich seine Kreise. Und normale, erwachsene Leute sehen das und denken sich, ey, das kann ich auch verstehen, ne? So. Gut, ich kann jetzt nicht von meinem Vater ausgehen, der ist mega lustig so und der macht noch schlimmere Witze, aber normaler, sag ich jetzt mal, deutscher Vater, so um die 50, der sagt natürlich, also eine Meise der Vogel, so, weißt du, kann ich auch verstehen, dann. Okay, wenn ihr jetzt so auf dem Splash seid, so bei den größeren Acts, ist es natürlich nochmal eine andere Sache, so, ihr seid zum ersten Mal so richtig dabei, aber gibt's sowas, wo ihr auch Gänsehaut bekommen habt, wo ihr euch echt denkt, so, krass, so, das ist einfach jemand, den ich absolut feiere. So, wer könnte das sein und warum? Also, wie gesagt, ist mein 12. Jahr hier auf dem Splash und dementsprechend habe ich auch wirklich schon viele gesehen. So richtig, ich weiß nicht, ich glaube nur Eminem könnte mich vom Hocker hauen. So, der Rest ist halt. Also, weswegen gerade Eminem? Ja, weil ich damit halt, weißt du, angefangen. Wer nicht, ne? Aber sonst. Der ist halt einfach was Besonderes, er spielt nirgendwo, fast in Deutschland so. Und er ist halt so, weißt du, nicht so DMX oder so oder irgendwie Jay-Z, den man schon x-mal gesehen hat, Snoop Dogs, alles, hat man alles x-mal schon gesehen, aber Eminem ist so der, wo ich sagen würde, krasser Typ. Alter. Wie sieht's bei dir aus? Ja, jetzt muss ich die Wahrheit sagen, oder? Also ich bin seit 10 Jahren absolut krasser Fan von Savage. Und ich habe immer gesagt, wenn ich ihn treffe, dann werde ich weiß nicht, was passieren wird, aber es wird bestimmt krass werden. Und am Freitag war das, es war sogar an unserem Jahrestag. Du, willst du auch was zu der Story sagen? Soll ich die erzählen? Sicher. Okay, pass auf, es war so, ich bin ins Backstage gegangen, wollte auf Toilette, auf einmal hat Savage gesagt so, hey! Asien, ey, Asiate, komm mal her. Ich so, ey, Dicker, was geht? Habt ihn gar nicht gesehen, hab Desu begrüßt, Savage. Ich so, ey, Dicker, Mann, meine Freundin, Alter, wo ist deine Frau? Ja, ich so, ja, die ist oben. Ja, können wir kurz ein Foto machen? Hab ich ein Foto gemacht, dann bin ich hoch zu ihr und dann sag so, ey, komm mal, wenn ich getroffen hab. So, sie so, nein. So, pass auf, wir sind runtergegangen und dann so, wo ist er? Sie so, total panisch. Auf einmal kam er dann gelaufen. Ich so, ey, da ist er. Und sie geht hin, er kam schon an, so, hey, grüß dich. Und sie so komplett geweint, zusammengebrochen halb, ohne Mist, aber richtig süß. Er sie umarmt, Lumara, entspann dich, Lumara. Er wusste ihren Namen. Und sie, ich, seit 10 Jahren, ich so, seit 10 Jahren habe ich, du bist der Beste. So, und dann kommt sie so ganz süß, holt sie so ihren Backstage-Pass raus und sagt so, und wo ihr Name steht, so, ich bin Lumara. Und er so, ja, ich weiß, alles gut. Das war süß, ja. Also, das war
Okay, also es war somit das Krasseste eigentlich, so was du hier auf dem Splash erlebt hast, oder? Dann so hört sich zumindest an. Ja, voll. Ich bin, wie gesagt, also ich habe noch nie vor irgendeinem Rapper oder so geweint. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die voll auf cool macht, weil das mag ich auch nicht. Was Savas auch gesagt hat, er findet das viel sympathischer so. Würde ich auch sympathischer finden, als so einen auf cool zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich voll wirklich der coole Mensch, wenn es um sowas geht. So, ich habe mehrere andere Leute ja auch noch getroffen, die ich auch krass finde und feier. Aber da war das so ganz normal. Aber bei Savage, ich glaube, ihr versteht mich, oder? Das ist einfach eine Legende. Und er hat euch eingeladen? Ja, zu sich halt, zu seinem Camp zum Chillen und so. Da werden wir dann jetzt auch gleich danach noch hingehen. Ihr haltet uns nur auf. Nee. Und ja, er ist super korrekt, wirklich. Ey, komm vorbei, dann lernt ihr mal meine Frau kennen und so. Also wirklich so richtig krass. Er hat sich entschuldigt dafür, dass er nicht bei uns ein Auftritt war. Und so, wirklich, ey, das ist halt so, er ruft uns ran und sagt, ey, nochmal sorry, dass wir nicht, ich hatte keine Zeit, ich interview. Ich so, Dicker, du musst dich nicht entschuldigen. So, er war richtig krass, wirklich. Also, bester Mann, Props an Savas. Sehr schön. Ja, danke für das Interview. Zieht's euch auf jeden Fall rein oder ihr habt es euch ja schon reingezogen und richtig coole Menschen. Wir haben uns gestern Abend auch jetzt mal fernab von dem Interview cool unterhalten. Coole Leute, coole Menschen, alles Menschen. Geil. K1. Heterosexuell. Ja? Ja. Woran erkennst du das? Ich erkenne es nicht, aber ich habe ein paar Mal im Fernsehen gesehen und von seinem Verhalten, wie er sich gibt und artikuliert. Und wenn du ihn nicht kennen würdest? Dann würde ich ihn als schwul einschätzen. Motrip. Sehr harter Typ, steht bestimmt auf SM, hat seinen Reiz, aber ist bestimmt nicht schwul. So. Ja. 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 Ja, das sieht lecker aus. Ja.